Grüßt euch. Diese Woche bin ich in St. Clair und bin zum Training. Beim letzten Mal habe ich in der Schweiz gespielt, da habe ich so schlecht gepattet. Wirklich, das lange Spiel war okay, aber habe um einen den Cut verpasst und lag es vor allem am Putten. Jetzt war ich gestern in Holland bei der Putting Academy bei Robert Jan Derksen und habe mit Paul Herring und Uli Zeek bis an meinem Putt gearbeitet und haben ein paar Sachen festgestellt. Ich dachte, vielleicht wäre es für euch interessant, mal irgendwie eine Übung zu sehen, die wir da gestern gemacht haben. Und das seht ihr hier, ich habe es schon mal aufgebaut. Ich habe hier meinen Spiegel und da vorne ein Loch. Das ist ein Putt, der ja, ist ungefähr, würde ich sagen, drei Löcher links zu spielen bei einem langsamen Break. Und dann habe ich hier innerhalb von ein bisschen mehr als einem Meter das Tee, was im Boden drin ist, ist mein Zielpunkt. Und hier durch das Tor muss der Ball durchlaufen, um dann am Ende wirklich ins Loch zu gehen. Und warum ich das Tee in den Boden habe, ist, für mich ist es einfacher, hier auf einen Meter zu zielen, auf das, anstatt in der Verlängerung, wenn das Tee hier wäre, was in der gleichen Linie wäre. Aber einfach nur hier drüber zu zielen, ist es einfacher, den Putter gut auszurichten und dann einen guten Stroke und einen guten Roll darüber zu bringen. Dann schauen wir mal, wo ich es kann. So. Leider nicht ganz gebrochen am Ende, aber das ist so die Grundidee, die vor allem das Zielen verbessert und natürlich auch die Geschwindigkeit beim Putten mit reinbringt. Und vielleicht noch wichtig ist das Handtuch, was hier auf dem Boden liegt. Ist der Greenkeeper euch dankbar, wenn ihr das macht? Ich habe jetzt auch noch neue Schuhe an. Und einfach, wenn ihr so lange auf einer Stelle steht auf dem Puttinggrün, damit das Grün nicht kaputt geht, ein Handtuch drunter legen. Macht keinen Unterschied für euch, aber ihr macht das Grün nicht kaputt. Hoffentlich hilft es mir und dann hilft es ja vielleicht euch auch. Macht's gut.